Schon wieder Radfahrer. Schon wieder Radfahrer. Also, ich zähle später alle Fragen zusammen, die was mit Fahrrädern zu tun haben. Das ist ja der absolute Wahnsinn heute. Doch bevor das Video losgeht, noch eine kleine Info an dich. Ich weiß ja, dass sehr viele Probleme haben, sich auf die theoretische Prüfung vorzubereiten. Sie wissen nicht, was sie lernen sollen, wann sie lernen sollen, wie sie lernen sollen. Und deshalb habe ich die letzten Wochen und Monate einen neuen Videokurs entwickelt, in dem alle Fragen, die in der Prüfung drankommen können, erklärt werden und nach Themen sortiert. Das heißt, selbst wenn du schon auf die theoretische Prüfung lernst und du sagst, du hast Probleme nur mit dem Thema Vorfahrt, Technik und Kreisverkehr, dann kannst du natürlich ganz genau in den Themen reingehen und dir die Fragen nochmal ganz genau erklären lassen. 15.05. kommt der Videokurs raus, Fragenpaket wird da heißen, wenn es soweit ist. Link ist unter dem Video in der Videobeschreibung. Und jetzt geht's los mit dem Video. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir machen heute wieder 30 Fragen aus der originalen Führerscheinprüfung. Jede Frage kann zwischen 2 und 5 Fehlerpunkten geben. Hast du mehr als 10 Fehlerpunkte in der Prüfung, gilt die Prüfung schon als nicht bestanden. Das heißt, unter Umständen nach 2 Fragen schaut schon ganz, ganz mies aus. Also, wir schauen natürlich, dass wir die Prüfung heute bestehen und ich erkläre immer ein bisschen was zu den Fragen. Mit welchem Verhalten von Radfahrern müssen Sie rechnen? Also grundsätzlich müssen wir wissen, Radfahrer sind immer die Doofen. Ja, wenn du Autofahrer bist, dann hast du alle anderen Radfahrer. Und die Radfahrer hassen dich natürlich auch. Radfahrer benutzen keine Beleuchtung bei Dunkelheit. Mhm. Radfahrer benutzen Radwege auf der falschen Seite. Ja, grundsätzlich sind auch immer betrunken. Radfahrer benutzen Einbahnstraßen in beide Richtungen. Ja, also da gehen wir einfach immer vom Schlimmsten aus, also alles, was wir nicht wollen, ohne Licht, auf der falschen Seite, entgegengesetzte Einbahnstraße. Man kennt es. Womit müssen Sie rechnen? Dass Fahrzeuge anfahren, dass Fahrzeugtüren geöffnet werden, dass Fußgänger plötzlich auf die Fahrbahn treten. Ja, ähnliche Geschichte, auch hier wieder mit Radfahrern und Fußgängern. Also wir werden hier natürlich hier alles ankreuzen, es ist mit allem zu rechnen. Wie verhalten Sie sich hier richtig? Okay, also es geht um den Fußgängerweg, da ist eine Dame, die möchte über die Straße gehen. Man sieht zwar diese Streifen nicht auf der Straße, aber du hast ja trotzdem die Verkehrszeichen. Also natürlich verhalten wir uns genauso wie bei einem normalen Fußgänger und Überweg auch, nur mit einer Ausnahme, wir haben hier Schnee auf der Fahrbahn, das heißt der Bremsweg wird wahrscheinlich länger sein. Ja, und dann müssen wir natürlich noch davon ausgehen, dass die Fußgänger auch hinfallen, ne? Ich bremse vorsichtig. Vorsichtig, das ist gut. Ich ermögliche der Fußgängerin auf der rechten Seite das Überqueren der Fahrbahn. Warum nicht? Ich fahre vorsichtig weiter, da keine Markierung auf der Fahrbahn zu erkennen ist. Also wie gesagt, mit der Markierung so hat es jetzt nicht unbedingt was zu tun. Du hast immer noch die Verkehrszeichen, also... Womit müssen Sie rechnen? Ja, ich weiß es schon. Dass Kinder plötzlich zwischen den Fahrzeugen auftauchen. Dass vor mir Fußgänger auf die Fahrbahn treten. Dass Fußgänger warten werden, bis ich vorbeigefahren bin. Ja gut, also relativ einfach bis jetzt gewesen. Natürlich immer das Schlimmste ankreuzen, das, was für uns nicht so gut wäre. Und wenn man sich das Bild mal so anschaut, dann sehen wir, dass alle Autos in Fahrtrichtung parken. Sowas muss dir sofort auffallen, denn das ist eine Einbahnstraße. Fährt der Prüfer mit dir in eine Einbahnstraße rein, dann wird er dich höchstwahrscheinlich am Ende der Einbahnstraße links abbiegen lassen. Und da will er sehen, ob du dich zum Linksabbiegen auch richtig einordnen kannst. So, du musst dich ja zum Linksabbiegen grundsätzlich immer, immer möglichst weit links einordnen. So, möglichst weit links wäre ja im Allgemeinen ungefähr so hier. Das wäre möglichst weit links, sodass hier noch der LKW reinfahren kann. Das wäre auf einer normalen Straße möglichst weit links. Hast du jetzt überall Autos, die in Fahrtrichtung parken, also bist du in einer Einbahnstraße, dann kommt ja kein Fahrzeug entgegen, außer die blöden Radfahrer, wie wir gerade eben gelernt haben. Aber grundsätzlich sollte keiner entgegenkommen und deswegen ist möglichst weit links da. Frage Nummer 5. Wie verhalten Sie sich in dieser Situation richtig? Also Gefahrenzeichen warnt uns vor Glätte und Eis, war es, glaube ich. Glätte und Eis.
Ah, schade, gibt's gar nicht als Antwortmöglichkeit, aber gut. Ich bremse in der Kurve stark ab. Ja, in der Kurve besser nicht, ne? Gang und Geschwindigkeit immer vor der Kurve anpassen. Ich vermeide ruckartige Lenkbewegungen. Ja, okay, also... Ich verringere die Geschwindigkeit. Genau das Gleiche, wenn du merkst, dass du auf der Autobahn Platten hast, wenn du merkst, dass du Aquaplaning hast. Am besten nichts machen, ja? Ruhig bleiben, keine ruckartigen Lenkbewegungen machen und am besten vorsichtig langsamer werden, ja? Nicht irgendwie stark auf die Bremse, sondern am besten vielleicht sogar ausrollen lassen. Immer so ein bisschen situationsbedingt. Warum sind Sie besonders gefährdet, wenn Sie ein Zweirad fahren? Also einen Roller zum Beispiel darfst du ja auch mit der Klasse B dann fahren, so einen kleinen Roller. Der darf zwar nicht schneller als 45 km/h fahren und 50 Kubikzentimeter Hubraum haben, aber du darfst einen Roller fahren. Und wenn du BF 17 machst, dann darfst du den Roller sogar alleine fahren, ohne Begleitung. Weil ich bei Unfällen ein höheres Verletzungsrisiko habe, weil meine Geschwindigkeit unterschätzt werden kann. Ja gut, beim Roller wahrscheinlich eher nicht mit der Geschwindigkeit, aber das mit dem höheren Verletzungsrisiko, du hast ja nichts um dich herum, kennst ja vom Fahrrad, bremst, liegst am Boden, ja, hast gleich Schürfwunden und so. Also, aber grundsätzlich bei Motorrädern und sowas wird die Geschwindigkeit sehr schnell unterschätzt, weil du eine kleinere Silhouette hast, ja, also die sind einfach schmäler, können dadurch schlechter erkannt werden von uns und Motorräder können sehr schnell, sehr stark beschleunigen, ja. Weil ich leicht zu übersehen bin. Genau, also hier kreuzen wir alle Antwortmöglichkeiten an. So, Video gibt 4 Fehlerpunkte. Um was geht es? Wir sehen schon einen Bus. Ah ja, genau, der Bus möchte von der Haltestelle gleich losfahren und der wird natürlich Platz brauchen. Der Bus ist breit. So, und damit müssen wir jetzt rechnen. Ich würde die Geschwindigkeit schon etwas verringern, wenn man sowas sieht. Ja, also der wird ganz klar auf unseren Fahrstreifen ausweichen müssen. Personen betreten hinter dem Bus die Fahrbahn. Gut, klar. Damit ist immer zu rechnen. Bus und Leute, die über die Straße rennen, das geht ja praktisch Hand in Hand. Das Quad fährt plötzlich an. Ein Quad, das ist das, was hier steht. Der sieht jetzt nicht so aus, als ob der gleich losfahren würde. Naja. Der Bus schwenkt beim Anfahren kurz ja, auf der Bus Fahrstreifen schwenkt aus. Das ist damit gemeint, dass er vorne auf die Straße ausschwenkt. Also 1 und 3 kreuzen wir an. Ausschwenken und ausscheren, das ist das Gleiche. Das erkläre ich immer hier mit so einem Stift zum Beispiel. Ja, wenn der einlenkt, dann schert er halt auf der anderen Seite aus. Ein Fußgänger mit einem weißen Stock möchte vor Ihnen die Fahrbahn überqueren. Wie müssen Sie sich verhalten? Ja, da kennen wir auch das Bild dazu. Der hat sogar noch einen Hund dabei und die gelbe Armbinde mit den 3 schwarzen Punkten drauf. Also eine sehbehinderte Person. Ich muss mit gleichbleibender Geschwindigkeit weiterfahren. Ich muss. Ich muss Warnzeichen geben. Ich muss die Geschwindigkeit vermindern und nötigenfalls anhalten. Gut, also wenn die Person nicht oder schlecht sehen kann, dann müssen wir natürlich alles dafür tun. Ja, also wir werden die Geschwindigkeit verringern, notfalls stehen bleiben. Ich habe sowas Ähnliches schon mal gehabt. Da wurden wir sogar von hinten überholt und ich habe sogar die Schnauze, also ich habe bei meinem Fahrschüler eingegriffen und sogar noch das Auto so praktisch dazwischen geschoben. Also wir standen hier, hier wollte jemand über die Fahrbahn gehen, war sogar schon hier und man hat halt gesehen, dass der von hinten, das weiß nicht, war anscheinend ein bisschen sportlicheres Fahrzeug, hat er Gas gegeben, man hat sogar den Motor aufheulen gehört und er wollte uns halt überholen und ich bin halt rein und habe dann mit der Schnauze so rübergezogen, sonst wäre das jetzt nicht mehr so gut ausgegangen. Das wäre zum Beispiel eine unklare Verkehrslage, da ist ja das Überholen auch verboten. Rechts neben Ihrer Fahrbahn verläuft ein Radweg. Wie viel Meter vor und hinter einer Kreuzung dürfen Sie nicht parken? Das ist die liegende 8. Das Fahrrad hier mit dem Radweg ist die liegende 8. 5 Fehlerpunkte gibt diese Videofrage. Die kommt mir gerade nicht bekannt vor. Schon lange nicht mehr gehabt wahrscheinlich. Wir wollen links abbiegen, okay. Schauen wir mal, was es für eine Frage hier überhaupt gibt. Warum dürfen Sie jetzt nicht abbiegen? Ja, okay. Also, da kommt der Blaue entgegen
Oh, da war noch ein Fußgänger, glaube ich, auf der linken Seite, oder? Aber das ist ja keine Antwortmöglichkeit. Perfekt, also kreuzen wir an wegen dem blauen, wegen dem roten, wegen dem gelben. Nein, nein. Also, der rote ist ja uns vollkommen egal. Der gelbe ist uns im Prinzip auch egal, wenn er sich richtig verhält, denn es können ja beide Fahrzeuge gleichzeitig abbiegen, also voreinander. Sprich, der gelbe und wir fahren beide in die Mitte der Kreuzung und können dann voreinander abbiegen, wenn alles normal abläuft. Aber den blauen müssen wir durchlassen. Wir würden uns ja mit dem blauen kreuzen, deswegen den blauen durchlassen. Rechts neben Ihrer Fahrbahn verläuft ein Radweg. Wie viel Meter vor und hinter einer Einmündung dürfen Sie nicht parken? Hä, was haben wir vorhin gehabt mit den 8? Rechts neben ihnen läuft ein Radweg. Wie viele... Rechts neben Ihrer Fahrbahn verläuft ein Radweg. Wie viel Meter vor und hinter einer Kreuzung dürfen Sie nicht parken? Was im Ernst jetzt? Die haben uns... Es geht hier einfach nur um Kreuzung oder Einmündung. Im Ernst. Und da machen sie eine extra Frage draus. Oh mein Gott. Ja, also 8. Der Unterschied zwischen Kreuzung und Einmündung habe ich gestern im Stream erklärt. Eine Kreuzung ist praktisch sowas und eine Einmündung ist sowas. Und da mündet eine Straße in die andere ein. Okay? Und das, ja, macht absolut keinen Unterschied bei der Frage. Also beides 8 Meter, da sind wir auf der sicheren Seite. Sie möchten innerorts einen Radfahrer überholen. Welchen seitlichen Mindestabstand müssen Sie dabei einhalten? Also diese Radfahrer heute, ich sag's euch, haben wir nicht bei der ersten Frage heute auch einen Radfahrer gehabt? Hier war doch auch Radfahrer. Das ist heute die Radfahrerprüfung. Fahrradführerschein. Also innerorts. Innerorts sind es 1,5 Meter, das musst du dir merken. Außerorts sind es 2 Meter und wenn es was mit Radwegen zu tun hat, sind es 8 Meter. Eineinhalb, zwei und 8. Oh mein Gott. An dieser Ampel mit Grünpfeilschild möchten Sie jetzt nach rechts abbiegen. Ja. Wie verhalten Sie sich richtig? Achtung, es ist ein Grünpfeilschild. Es ist keine Ampel mit grünem Pfeil. Also der Pfeil, der ist immer da. Und da müssen wir bei Rot erstmal stehen bleiben, schauen, ob von links und rechts frei ist, dass kein Radfahrer oder Fußgänger neben uns steht. Und dann können wir rechts abbiegen. Also da müssen wir auf jeden Fall bei Rot erstmal stehen bleiben. Wenn du eine Ampel mit Pfeil hättest, so dass der Pfeil halt aufleuchtet, dann dürftest du auch direkt so abbiegen. Ich schließe eine Behinderung anderer Verkehrsteilnehmer aus. Ich halte zunächst an der Haltlinie an. Ich biege ohne anzuhalten mit Schrittgeschwindigkeit ab. Nee. Also wie gesagt, du musst anhalten und Schrittgeschwindigkeit oder nicht, das hat nichts damit zu tun. Also es ist nicht geregelt, dass man da Schrittgeschwindigkeit fahren müsste. So, noch ein Video. 5 Fehlerpunkte. Lass mich raten, es geht wieder um einen Radfahrer. Wo ist der Radfahrer? Doch nicht. Okay, wir wollen links abbiegen, da kommt der LKW entgegen. Ein Motorradfahrer, also ein Zweiradfahrer auf jeden Fall. Ein Motorradfahrer befindet sich hinter dem LKW. Da. Warum müssen Sie in dieser Situation mit dem Abbiegen warten? Wegen des Motorrads, wegen des LKWs. Ja, natürlich auch wegen des LKWs. Wir wollen abbiegen. Dementsprechend müssen wir Vorrang gewähren. Der Fußgänger interessiert uns nicht in dem Fall. Sie fahren ein Kraftfahrzeug mit manuellem Schaltgetriebe. Welches Verhalten belastet die Umwelt? Also das wahrscheinlich, was du in der Fahrschule auch fährst, dass du halt so eine Schaltung neben dir hast, ja, wo du immer so ein bisschen schalten musst. So, also was belastet die Umwelt? Also was verbraucht viel Kraftstoff sozusagen? Ein Fahren bergab in hohem Gang. Nein, hoher Gang ist gut, umso höher der Gang, desto besser ist die Effizienz. Eine ungleichmäßige Fahrweise. Ja, starkes Beschleunigen, wieder abbremsen, wieder beschleunigen, das verbraucht sehr viel Energie. Ein häufiges Gas geben beim Warten an der Ampel. Ja, gut. Ich glaube, da brauchen wir nicht drüber reden, oder? Es ist halt einfach unnötig und dementsprechend belastet es auch die Umwelt. So, Wer nächste darf in Frage. dieser Situation zuerst fahren? Das ist einfach. Das ist ein Feldweg, das heißt, der Rote hat keine Vorfahrt und der blaue Traktor möchte abbiegen und wir fahren geradeaus, also von dem her.
Gib ihm. 5 Fehlerpunkte easy. Wer darf zuerst fahren? Wir. Sie möchten eine Vorfahrtstraße überqueren. Die Sicht nach beiden Seiten ist durch parkende Fahrzeuge stark eingeschränkt. Wie verhalten Sie sich? Ja, du brauchst einen Sicherungsposten, einen Einweiser, der dir winkt, wenn frei ist. Ich überquere die Kreuzung zügig. Oder du machst die Augen zu und hoffst, dass es gut geht, genau. Ich taste mich vorsichtig in die Kreuzung hinein. Das klingt doch gut. Ich warne den kreuzenden Verkehr durch Hupen. Ja, ich weiß, in anderen Ländern macht man das, in Deutschland wird das nicht gemacht. Also da darfst du nur hupen, wenn du dich oder andere in Gefahr siehst oder außerorts, um den Überholvorgang anzukündigen, was im Prinzip auch Quatsch ist. Aber gut. Wie verhalten Sie sich hier richtig? Naja, wir haben ein Vorfahrtgewehren. Wenn wir ein Vorfahrtgewehren haben, dann hat der Querverkehr, also in dem Fall der Grüne, Vorfahrt. Das heißt, der Grüne fährt als erstes. So. Ja, jetzt haben wir noch diesen Dunklen da. Wir wollen ja abbiegen, das heißt, wir müssen Vorrang gewähren. Also darf der Dunkle als nächstes fahren und als letztes fahren dann wir. Also, das schwarze Fahrzeug durchfahren. Das ist richtig, ich biege vor dem grünen Pkw ab. Nein, das machen wir nicht. Ich biege vor dem schwarzen. Nein, das machen wir auch nicht. Also, in dem Fall ist tatsächlich nur die erste Antwortmöglichkeit richtig. Sie möchten als Anlieger in eine so gekennzeichnete Fahrradstraße einfahren. Was müssen Sie dabei beachten? Ein Anlieger ist derjenige, der ein Anliegen hat, da reinzufahren. Also einen Grund hat, warum er da rein muss. Wenn du in der Prüfung auf dieses Verkehrszeichen fährst, hast du keinen Grund, da reinzufahren. Da will der Prüfer sehen, ob du das siehst, das Verkehrszeichen, und dann dementsprechend eine andere Straße nimmst oder halt stehen bleibst, den Prüfer fragst, links oder rechts. Fahrzeuge dürfen nicht schneller als 30 Kilometer pro Stunde fahren. Fahrräder dürfen nebeneinander fahren. Radverkehr darf nicht behindert werden. Also das Besondere auf einer Fahrradstraße ist natürlich, dass die Fahrräder nebeneinander fahren dürfen, nicht behindert werden. Es ist eine Straße für Fahrräder und dementsprechend dürfen wir sie, wenn wir ein Anliegen haben, ausnahmsweise befahren. Aber natürlich so, dass wir die Radfahrer nicht behindern oder irgendwie, provozieren oder so. Und dementsprechend dürfen wir auch nicht schneller als 30 km/h schnell fahren, denn die Geschwindigkeit ist immer den schwächsten Verkehrsteilnehmern anzupassen. Schon wieder Radfahrer. Also, ich zähle später alle Fragen zusammen, die was mit Fahrrädern zu tun haben. Das ist ja der absolute Wahnsinn heute. Was gilt bezüglich gelber Fahrbahnmarkierungen? Gelbe Fahrbahnmarkierungen gelten nur für Baustellenfahrzeuge. Gelbe Fahrbahnmarkierungen ersetzen die Gültigkeit weißer Fahrbahnmarkierungen. Da müsste man sich die letzte Antwortmöglichkeit gar nicht anschauen. Das ist schon klar, dass es die ist. Naja, vielleicht ist auch gar keine richtig. Mal gucken. Gelbe Fahrbahnmarkierungen werden nur vorübergehend angebracht, zum Beispiel an Baustellen. Ja, also da geht es zum Beispiel, du hast zwar 3 Spuren, aber die gelben Markierungen, die gehen halt so kurz in den Gegenverkehr und wieder zurück und sowas. Und dann zählen natürlich die gelben. Und Achtung, wenn du Fahrerassistenzsysteme benutzt, es kann sein, dass sie die gelben Markierungen nicht erkennen und dass der Spurhalteassistent und was du da alles eingeschaltet hast, in dem Baustellenbereich nicht richtig funktioniert. Nach längerer Fahrt mit etwa 120 Kilometer pro Stunde wollen Sie die Autobahn verlassen. Was haben Sie dabei zu beachten? Ich beachte die Tachoanzeige, um die Geschwindigkeit nicht zu unterschätzen. Ja, also die Sache ist halt, wenn du längere Zeit mehr oder weniger hohe Geschwindigkeiten gefahren bist, dann gewöhnt sich dein Körper daran. Wenn du dann auf den Verzögerungsstreifen fährst, also von der Autobahn runter, und du bremst ein bisschen ab, gehst vom Gas runter, schaltest vielleicht 1-2 Gänge runter, dann hast du vielleicht immer noch 80 km/h drauf, kommt dir aber vor wie 30. Ja, es ist wirklich so. Es kommt dir so vor, als ob du aussteigen könntest und schon mal vorrennen. Ungefähr so. Und deswegen ist natürlich gut, auch mal einen Blick auf den Tacho zu werfen, wie schnell du denn jetzt wirklich bist. Ich behalte die Geschwindigkeit auf dem Ausfädelungsstreifen bei, um den nachfolgenden Verkehr nicht zu behindern. Nein, der Ausfädelungs- oder Verzögerungsstreifen ist zum Abbremsen da. Dass du die Geschwindigkeit für die Kurve da vorne hast.
Ich blinke rechtzeitig und bremse dann auf dem Ausfädelungsstreifen ab, um den nachfolgenden Verkehr nicht zu behindern. Das klingt doch gut. Ich zeige noch mal ganz kurz, was damit gemeint ist, weil das wirklich sehr, sehr wichtig ist. Sieht man natürlich auch immer wieder im Straßenverkehr, dass es falsch gemacht wird. Also du bist auf der Autobahn, von mir aus gibt es zwei Fahrstreifen. Wir wissen ja schon, wenn diese Leitlinie hier dick gestrichelt ist, dann endet dieser Fahrstreifen. So, wir fahren jetzt auf der Autobahn mit 120, wollen jetzt die Autobahn verlassen. Das heißt, wir dürfen jetzt auf gar keinen Fall bremsen. Wir machen einen Fahrstreifenwechsel auf den Verzögerungsstreifen oder wie heißt es hier, Ausfädelungsstreifen. Und jetzt wird erst gebremst, die Kupplung getreten, den dritten Gang eingelegt, Kupplung kommen lassen und dann hast du die Geschwindigkeit, die du für die Kurve brauchst. Dritter Gang ist immer so eine gute Hausnummer. Kommt natürlich auf die Kurve drauf an, aber so grundsätzlich dritter Gang. Was bedeutet dieses Dauerlichtzeichen? Ja, das kann man sich auch schon fast denken. 4 und 3, die beiden Fahrstreifen, dürfen nicht befahren werden. Von 2 müssen wir rüber auf 1 und nur der 1er darf hier befahren werden. Fahrzeuge auf Fahrstreifen 1 dürfen diesen weiter befahren. Dürfen den befahren, genau. Auf 3 und 4 müssen anhalten, das ist Quatsch, die müssen nicht anhalten, die dürfen halt nur den Fahrstreifen nicht befahren. 2 müssen auf den Fahrstreifen nach rechts wechseln, genau. Also wenn du auf dem 2er bist, so wie wir jetzt gerade, dann müssen wir auf den rechten Fahrstreifen rüber. Was gilt bei Dauerlichtzeichen? Auf Fahrstreifen mit Dauerlichtzeichen besteht Haltverbot. Das ist richtig, auf einer Autobahn sowieso, aber hier mit den Dauerlichtzeichen, da ist auch das Halten verboten. Dauerlichtzeichen gelten nur für mehrspurige Kraftfahrzeuge. Das würde bedeuten, dass ich mit dem Motorrad da trotzdem auf den linken beiden Fahrstreifen fahren dürfte. Das ist natürlich Quatsch, dürfen wir nicht. Dauerlichtzeichen sperren den Fahrstreifen oder geben ihn zum Befahren frei. Ja, genau, das ist es. Warum sollte bei Autobahnfahrten der Verkehrsfunk eingeschaltet sein? Der Verkehrsfunk. Hallo, hallo. Stau auf der A8. Das Radio ist damit gemeint. Warum sollte das Radio angeschaltet sein? Na, damit man gut drauf ist natürlich. Weil der Verkehrsfunk bei Autobahnfahrten vorgeschrieben ist. Weil der Verkehrsfunk vor Geisterfahrern warnt. Tatsächlich kann dich das Radio vor Geisterfahrern warnen. Da gibt es eine Taste, die kannst du aktivieren. Und wenn irgendwas Wichtiges passiert, irgendwie ein Stau, Brand im Tunnel, Geisterfahrer, dann schaltet sich dein Radio, auch wenn es stumm ist. Oder wenn du über Bluetooth Musik hörst oder eine CD oder was weiß ich, dann schaltet sich das Radio automatisch um auf Radio und dann bekommst du halt diese Nachricht rein. Also kann schon eine feine Sache sein, deswegen, wir kreuzen das auf jeden Fall an. Weil der Verkehrsfunk über Staus informiert. Ja, genau. Gut, dein Navi wahrscheinlich auch, aber das Radio kann es auch tatsächlich. So, nur 2 Fehlerpunkte gibt diese Aufgabe hier. Der linke Fahrstreifen endet in einem halben Kilometer. Wir fahren 130, das könnte eventuell nochmal wichtig sein. Der von hinten kommt immer näher, okay. Naja, also bis jetzt ist ja noch alles easy. Wie sollten Sie sich verhalten? Ich wechsle auf den rechten Fahrstreifen und verzögere. Nee, das wäre dumm. Dann von 130 auf 80 runter, der LKW fährt ja nur 80. Nee. Ich wechsle auf den linken Fahrstreifen und überhole den roten PKW vor mir. Quatsch, der linke endet gleich, bleibst auf dem mittleren, ganz ruhig bleiben. Ich bleibe auf dem mittleren Fahrstreifen und verzögere. Ja, und bleibe ruhig, genau. Hä, aber warum verzögern? Warum verzögern? Naja, gut, es geht von 3 Fahrstreifen auf 2, das heißt, der Verkehr wird dichter. Vielleicht deswegen. Aber gut, genau. Also hier kreuzen wir nur die letzte Antwortmöglichkeit an. Was müssen Sie bei der Benutzung von Navigationssystemen und Straßenkarten beachten? Die Inhalte können schon kurz nach dem Kauf veraltet sein. Alle Navigationssysteme können sich automatisch aktualisieren. Auch aktuelle Inhalte können von der Realität abweichen. Ja gut, also ich weiß nicht, wer kauft sich noch ein Navigationssystem? Wahrscheinlich niemand mehr. Entweder benutzt du dein Handy oder das Auto hat irgendwas integriert. Dann sagst du, hey Siri,
Aha. Naja, und dann navigiert es dich halt dahin, wo du möchtest, gell? Aber du musst natürlich davon ausgehen, ja, ist gut, da musst du davon ausgehen, dass das Kartenmaterial eventuell nicht der Wahrheit entspricht. Ja, du bist immer noch selber verantwortlich für alles, also nicht blind auf Siri verlassen. Was ist beim Radwechsel mit einem Wagenheber zu beachten? Okay, das ist auch Der wichtig. Wagenheber ist immer mittig an der Längsseite des Fahrzeugs anzubringen. Der Untergrund sollte immer stabil und rutschfest sein. Der Wagenheber darf nur an den vom Fahrzeughersteller festgelegten Aufnahmepunkten angesetzt werden. Jetzt denkst du dir so, für was brauche ich das denn? Reifenwechsel, Ölwechsel und sowas, das macht mein Freund, das macht mein Vater, das brauche ich nicht. Also, falls du mal einen Reifen wechseln musst, dann ist es wichtig, dass du den Wagenheber nicht mittig am Fahrzeug ansetzt, sondern du hast hier zwei Markierungen. Manchmal sind es Dreiecke oder Punkte oder irgendwas. Und zwar unten am Fahrzeug. Und genau auf dieser Schiene bei diesen Markierungen, da wird der Wagenheber angesetzt. Nirgendwo anders. Ja, gut, dann machen wir die Prüfung noch zu Ende, bevor die Zeit abläuft. Was müssen Sie beim Einfahren auf die Autobahn beachten? Der Verkehr auf der durchgehenden Fahrbahn hat Vorfahrt. Gut. Auf dem Einfädelungsstreifen darf ich schneller fahren als auf der durchgehenden Fahrbahn. Der Verkehr auf dem durchgehenden rechten Fahrstreifen muss das Einfahren ermöglichen. Also haben wir auch schon im letzten Video gehabt, die Frage, es geht darum, wenn du auf die Autobahn drauf fährst, du bist natürlich verantwortlich dafür. Du musst Gang und Geschwindigkeit der Lücke anpassen. Nicht diejenigen, die auf der Autobahn fahren, müssen dich reinlassen. Nein, du musst schon, dass du auf die Autobahn kommst. Und dementsprechend ist hier 1 und 2 richtig. Sie fahren auf der Autobahn und haben die Ausfahrt verpasst. Wie verhalten Sie sich richtig? Ich fahre auf dem Seitenstreifen zurück, wenn die Ausfahrt weniger als 100 Meter entfernt ist. Fahr doch einfach auf den mittleren Fahrstreifen zurück. Ich halte auf dem Seitenstreifen, um die weitere Fahrtstrecke zu planen. Ich fahre weiter und verlasse die Autobahn an einer der nächsten Ausfahrten. Ja, also wie gesagt, bitte nicht stehen bleiben auf der Autobahn, fahr weiter, fahr die nächste raus, aber nicht zurückfahren oder stehen bleiben, auf gar keinen Fall. So, letzte Frage für Sie heute. werden überholt und der Gegenverkehr kommt gefährlich nahe. Trotzdem setzt das andere Fahrzeug den Überholvorgang fort. Wie verhalten Sie sich? Haben auch gehabt. Ich fahre äußerst rechts und erhöhe die Geschwindigkeit. Ich fahre äußerst rechts und behalte die Geschwindigkeit bei. Ich fahre äußerst rechts und verringere die Geschwindigkeit. Es wird immer rechts gefahren. Also, ja, Geschwindigkeit verringern, wir werden überholt, der andere überholt uns, da kommt Gegenverkehr, könnte ein bisschen brenzlig werden, also wir verringern die Geschwindigkeit, fahren möglichst weit rechts, damit der vor uns wieder einscheren kann. Okay, wir sind durch mit der Prüfung, wir gehen mal den Bogen ab, schauen mal, ob wir die Prüfung bestanden haben. Oh ja, wir standen, aber wir haben tatsächlich eine Frage falsch gemacht. Oh nein! Ja, jetzt bin ich aus Versehen aus der Prüfung rausgegangen. Weißt du, welche Frage falsch war? Schreib es mal unten in die Kommentare rein, dann werde ich die nochmal erklären. So, ich hoffe, dir hat das Video trotzdem gefallen. Wenn ja, lass mir bitte einen Daumen nach oben da, abonniere den Kanal kostenlos, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und ja, heute, vielleicht kommt morgen ein Stream oder ein Video. Schau auch bei meinem Instagram vorbei. Da bekommst du immer Bescheid, wenn ein Stream geplant ist. So, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.